Herzlich willkommen zu 15 Fakten, der Videoreihe, in der ich euch 15 mehr oder weniger wichtige Dinge über eure Lieblingsspiele beibringen will. In dieser Folge befassen wir uns mit League of Legends. Ach ja, League of Legends. Ich habe mal testweise versucht auszurechnen, wie lange ich dieses Spiel bisher gespielt habe. Und anscheinend habe ich in den letzten 2 Jahren und 3 Monaten insgesamt so zwischen 3 und 4 Monate Lebenszeit in das Spiel gesteckt. Aber um mich soll es hier ja nicht gehen, sondern um 15 Fakten zu League of Legends. Also, fangen wir an. Fakt Nummer 1. Viele der Champions sind nach Mitarbeitern bei Riot benannt, zum Beispiel Ezreal oder Maokai. Fakt Nummer 2. Heimerdingers Name setzt sich aus den Namen Robert Oppenheimer und Erwin Schrödinger zusammen. Fakt Nummer 3. Kassadin kämpft nicht für, sondern gegen die Leere. Fakt Nummer 4. Maisaha hat Kassadin dazu gebracht, seine Tochter der Leere zu übergeben. Seitdem sind die beiden verfeindet. Fakt Nummer 5. Jays Waffe heißt Mercury Cannon und fungiert auch als Hammer. Das lässt sich zu MC Hammer abkürzen. Sein Tanz ist außerdem MC Hammers Can't Touch This. Fakt Nummer 6. Die Freundin von Riot's Gameplay-Producer heißt Annie. Sie besitzt einen Teddy namens Timbers. Fakt Nummer 7. Annies Nachname ist Hastur, eine Anspielung an den großen alten Hastur aus dem Cthulhu-Mythos. Fakt Nummer 8. Blitzcrank hat 10 Mal mit seiner Raketenfaust in die Weichteile geschlagen, nachdem dieser sich über seine fehlenden Genitalien lustig gemacht hat. Fakt Nummer 9. Heimerdinger hat Corkys Flugzeug gebaut. Fakt Nummer 10. Jannas Nachname ist Windforce. Sehr kreativ, Riot. Sehr kreativ. Fakt Nummer 11. Das Lord Mordekaiser Splash Art wurde aufgrund von Anzüglichkeit überarbeitet. Kann ich gar nicht verstehen. Fakt Nummer 12. Der Hund von einem der Entwickler bei Riot heißt Nunu. Er benutzt den Namen außerdem als Spitznamen für seine Frau. Fakt Nummer 13. Laut Blitzcranks Partnerservice passt Ramos am besten mit einem Kaktus zusammen. Fakt Nummer 14. Blitzcrank und Ramos sind sehr gute Freunde, was vermutlich an ihrer ähnlich friedlichen Natur liegt. Und Fakt Nummer 15 und damit der letzte Fakt für diese Folge. Der Händler auf der lilanen Seite vom Howling Abyss ist Ezreals Onkel. Das war's mit diesem Video. Falls ihr noch andere interessante Fakten kennt, schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschö tschö. Verhältnismäßig geringe Kraft aus dem passenden Evolutionsstein zu bekommen, gab Ho-Oh den neuen Pokémon einen ganz gewaltigen Kraftschub des jeweiligen Elements.